Was? Großmeister der Videospielübersetzung? Was machst du hier? Wie? Ich hab Blödsinn erzählt? Was meinst du damit, ich hab Blödsinn erzählt? Was? So ist das? Oh mein Gott. Ich hab meine ganze Zuschauer verarscht. Ach nee, das muss ich gleich berichtigen. Ja, ich muss jetzt aufnehmen. Man hört sich mal wieder. Oh, ich sehe gerade, ich nehme ja schon auf. Ah, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play. Wie ihr vielleicht wahrscheinlich gerade mitbekommen habt, mir hat der Großmeister der Videospielübersetzungen erklärt, dass ich hier einen kompletten Schwachsinn erzählt habe, was hier so die grundlegende Story des Spiels betrifft, ja. Also mir ist zu Ohren gekommen, dass ich hier essentielle Teile falsch übersetzt habe, nämlich diese bösen Leute, die hier ganz am Anfang das Schloss von Uedo transformiert haben, die haben das nicht in ein Level verwandelt, nein! Die haben das in eine Bühne verwandelt, ja! Und das bedeutet, ja, das sind irgendwie Schauspieler oder so Theaterleute und so, ja, und die wollten das Schloss von Uedo als Bühne verwenden und der Teil, als die Kinder gekidnappt wurden, ja, da brauchten sie talentierte Tänzer, die bei ihren tollen Bühnenstück auftreten können. Und deshalb haben sie die ganzen Kinder entführt und ja, und jetzt sind wir eben hier, also sie verfolgen weitere Pläne und das ist eigentlich das Wirkliche, um was es hier geht. Das sind, ja, so Leute vom Theater, ne? Und die wollen nur Gutes, die wollen ein tolles Theaterstück machen, ganz Japan zu ihrer Bühne für ihr Theater machen. Und ja, da haben sie natürlich jetzt nicht mit den Leuten gerechnet, die das verhindern wollen oder das nicht wollen oder keine Ahnung. Und deshalb sind wir hier mit Jay. Und jetzt werden wir hier weitermachen, ja? Hier gibt es also einen großen See und Jay hat jetzt so eine tolle neue Fähigkeit gelernt im letzten Teil. Da kann sie jetzt untertauchen, ja. Und schwimmen und hier sieht man, da sind ganz tolle Sachen. Hier ist, was ist das? Okay. Irgendwas, das scheint jetzt nicht hierher zu gehören, aber das gehört hierher. Das ist nämlich ein Schalter. Und diesen Schalter werden wir jetzt gleich mal betätigen, falls das geht. Ne, geht das jetzt? Muss ich... Ja, wie kann ich den... Hallo, ich will den betätigen. Ach so. Ja klar. Ich muss hier so dagegen schwimmen. Ne? Schwimm dagegen. Ja, und ich habe ihn betätigt. Und jetzt ist die Tür da unten aufgegangen, die Schleuse. Und die führt uns jetzt gleich in den nächsten Abschnitt, hoffe ich zumindest. Ja, und ich werde jetzt, da ich den Masterplan der Story kenne, werde ich jetzt hoffentlich auch richtig übersetzen. So, und wir sind jetzt in Japan, im japanischen See unter Wasser. Also das soll Eis darstellen und hier sind wir und hier sind nette Seepferdchen. Die sind nicht nett, weil die schießen hier mit Kugeln nach uns, ne? Kann ich die auch besiegen? Ich denke schon. Ja, geht. Super. Okay. Also, ich habe das geht jetzt vorher gesagt, bevor ich es besiegt habe, weil ich wusste es natürlich. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, hey, das ist alles unsynchron wie in den alten Videos. Hm, ja, ist es nicht. Ich habe nämlich bemerkt, dass gewisse Videos unsynchron waren, weil ich hatte mich jetzt mal dazu bequemt, dass ich hier mal die alten Videos zusammenschneide und mal starte, die zu rendern und so weiter. Da habe ich bemerkt, oh nein, da ist etwas ein bisschen unsynchron. So, da oben müssten wir rein. Aber wir sind ja Abenteurer und gucken zuerst, wo es hier weitergeht, weil vielleicht finden wir ja noch irgendwas Praktisches. Schwimm, schwimm, schwimm. Ja, und hier ist ein Silberkätzchen, eine Silberglückskatze. Und diese... Ja, toll. Also drei brauche ich noch, dann bekomme ich wieder ein Herz. Gut zu wissen. Und das hier, das sind keine Reisbällchen, habe ich bemerkt. Das hat mir der Übersetzungsgott gesagt. Das sind Süßigkeiten. Ja... das Spiel ist ja Gott sei Dank noch nicht vorbei, also ich kann euch diese ganzen Sachen jetzt auch noch sagen, die, ja, die ich jetzt hier irgendwie herausgefunden habe, nach, weiß ich nicht, 30 Folgen oder so, keine Ahnung. Ja. So, und jetzt sind wir hier in einem U-Boot. Okay. Das war jetzt eine nette Aussicht, also die hat Muscheln auf ihren, ja, Brüsten. Schön. So. Hier geht's rein.
Nein, hier ging's raus. Okay. ja. Jetzt bin ich... was soll das? Ich... Okay. Das war jetzt, glaube ich, irgendwie doof. Jetzt bin ich nämlich einmal quer durch das Schiff hier geschwommen. Ich habe hier... Nee. Doch. Hier geht's rein wieder. Na komm, rein wieder. Ich denke, ich sollte vielleicht doch den Pfeilen folgen. Hat der Pfeil... Der Pfeil zeigt doch eindeutig nach oben. Also ich muss nach oben. So. Ja, komm. Ich weiß, dass du Muscheln auf den Brüsten hast. Aber ich glaube, ich muss in die andere... Ja, klar. Ich muss in die andere Richtung. Okay. Das hätte mir jetzt auch jemand sagen können. Na klar. Okay. Ja, es tut der lieben Jay weh. Ah, das ist ein Pfeil. Da steht in, also hinein drauf. Das ist schön. Geht das jetzt? Komme ich da jetzt rein? Ja, das ist die Oberfläche. Und endlich. Ja, Kamera mag nicht. Okay, ich, okay, jetzt geht's. Also wenn man sich detransformiert, geht's. Und ich schalte wieder auf Kommandum. Ja, und wir sind im U-Boot. Also hier kann ich nicht. Jetzt, okay, ich gehe hier durch Wasser durch und so weiter. Gut. Ja, und jetzt sind wir hier im U-Boot. Einmal kurz eine Runde gelaufen, damit ihr alles gesehen habt. Ist ja ein sehr interessanter Raum. Und jetzt hier... Nein! Rauf wollte ich eigentlich. Ja, nein. Ja, böse Kamera, böse Kamera. Ich muss hier langsam rauf. Und hier ist Sushi. Ich muss hier an Sushi entlang springen. Ich meine, muss ich nicht, weil da hinten, da gibt es nur die Karte. Aber ich will natürlich die Karte auch. Ja, vom Mr. Elephant. Ja, gut. Karte wissen wir schon. Start drücken, Z drücken und ja. Wissen wir alles. Deshalb geht's gleich weiter. Weiter rein. In das geheime U-Boot. Terrapuppen. Oh, neue Terrapuppen, die Flammen werfen. Ach ja, Gommon hat ja immer noch seine silberne Pfeife. Und was ist das? Oh, kleine, dicke Ninja-Kämpfer. Oh, der wird wild, okay. So, gut. Tut nichts zur Sache, dich machen wir auch noch kaputt. Süßigkeiten. Ja, klar. Stirb. Ja, Gommon muss alle töten, natürlich. Oh, ihr Witz. Oh, jetzt habe ich Gommons Megakraft aktiviert. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich... ja, ich spiele immer noch auf dem Emulator. Natürlich, hier ist es etwas doof hier mit den Tastenbewegungen, nicht mit den Belegungen. Ja, aber es geht nicht. Okay, gut, das ist dann scheinbar Lava. Den Krug, den lassen wir mal liegen. Ja, weiter geht's. Ne, bin ich jetzt wieder... okay. Leute, kann es sein, dass ich hier jetzt irgendwie blöderweise im Kreis gelaufen bin? Ich meine, es muss nicht sein. Die Räume, die können auch durchaus alle gleich aussehen. Ja. aber ich denke, ich bin im Kreis gelaufen. Mal sehen, ob dieser Raum jetzt bekannt ist oder nicht. Ja, der ist bekannt. Gut, ich bin wirklich im Kreis gelaufen. Gut, es geht hier rein. Da, die Gegner lasse ich jetzt mal links liegen. Oh, da drüben müsste ich eigentlich hin. Oh, der kann sich sogar festhalten, der Gommon. Welch ein Wunder. Gut, jetzt wissen wir das auch. Bewegende Sushi-Stücke. Also hier... Oder was ist das? Ist das so ein Käsekuchen? Weiß man nicht so genau. Na komm. Ja. Also das, ja klar, und ich falle natürlich wieder gleich hier ins Wasser. Aber hier könnte man schön, hier könnte man schön schwimmen, wenn hier mehr Wasser drin wäre. Aber wisst ihr, was witzig ist? Ich meine, ich habe es ja schon circa 10.000 Mal erwähnt, ich habe das Spiel ja früher gespielt. Aber ich kann mich absolut nicht mehr an dieses Level erinnern. Also, Leute, dieses Level spiele ich blind. Ja, komplett. Vielleicht geht sich das... Nein, ich weiß es nicht. Nein, 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 das ist zu schwierig für mich. So, wir machen mal schnell den Schnellklettersprung. Und um
muss ich ja nochmal raus, dass ich die Kamera richtig drehe. Oder vielleicht sollte ich nochmal warten, bis die Kamera sich dreht. Na, Kamera kommt schon. Dreh dich. Ja. Macht sie doch, wenn ich sag, ne? So. Ja, gut. epische Verpeiltheit natürlich wieder mal. Klar, kennt ihr ja nicht anders von mir. Aber jetzt weiß ich zumindest, hier rüber muss ich nicht, weil an dieser Tür war ein Schloss. Das hätte ich eigentlich von hier auch sehen können. Aber ich konzentriere mich natürlich auf Goemon. Denn Goemon, den steuere ich ja. So, Kamera, dreh dich. Brave Kamera. Ja, Wahnsinn, beim ersten Mal geklappt. Ich glaub's nicht. Also hier, diese Seite. Okay. Ja, Nein, es dreht sich alles. Die Kamera will nicht, wie ich will. Okay, ich hätte ihr nicht runterspringen sollen, aber ich dachte mir, ja, komm schon, Versuch ist es wert. So, ne? Geht's weiter? Kamera? Hallo? Ja, ich muss hier leider ganz, ganz langsam gehen, denn ich habe ja auf meiner Tastatur keinen Analogstick. Logischerweise. Und deshalb ist das zugegebenermaßen etwas schwieriger. So. Gut, hier unten sind seltsame Plattformen. Aber die stören mich jetzt noch nicht, weil ich gehe gleich weiter hier. Oh, was ist hier? Oh, alle... Oh mein Gott, Running Sushi. Das ist... das ist Running Sushi, okay. Ja, Running Sushi. Oder sagen wir mal, nicht Running Sushi, sondern Flying Sushi. Nein, bleib oben, ja. Und hier ist der Schlüssel, den wir brauchen. Nein! Oh, ey, komm man hier nicht durch dieses grüne Zeugs durch kann. Das darf ja nicht sein. So. Ich glaube nicht, dass ich hier hinten durch kann. Deshalb gehen wir lieber wieder diesen Weg. Ja klar, komm schon. So. Nein! Ja, ich mache meine Videos gerne künstlich etwas länger, weil dann kann ich sagen, hey, ich habe Mystical Ninja 500 Folgen, bis ich es durchgespielt habe. Es ist, tut mir leid, es ist etwas traurig gerade. Nein, bleib oben, ja. Es ist wirklich, ich weiß, ich könnte auf die Münzen umschalten und die abschießen. Ich weiß, so. Aber das will ich nicht. Ich mache es so hin. So. Und den. Ja, komm. Sammelst den auch mal. Ja. Gut, hier ist nichts. Ich kann hier nicht drüber. Das ist ein Pixel breites Sumpfgras aus. Weiß ich nicht. Hier irgendwie Sümpfe des Todes oder so, ne? Kann ich nicht drüber. Na klar. Aber was hat es hier jetzt mit diesen lustigen schwebenden Plattformen da auf sich? Das will ich jetzt mal probieren, weil. Ja, klar. Wieso? Ach ja, klar, die Dinger, die sind ja etwas rutschig, habe ich vergessen. Aber ich nehme hier mal den kurzen Weg, weil das werde ich soweit schon überleben. Ich habe genügend Herzen. So. Und ich habe zur Not auch noch das Pflaumen- oder Birnenreisbällchen, oder was das auch immer war. Habe ich ja auch noch. Ist ja nicht so. Nein! Ja, okay, er kann sich da festhalten. Das ist gut. So, Kamera, dreh dich, weil ich will jetzt eigentlich diese goldene Süßigkeit. Denn jetzt bin ich wieder voll. Ja, ich weiß, du hast Angst, Gommon. Hätte ich auch an deiner Stelle vor allem, wenn mich so ein chaotischer Spieler hier steuert, wie ich jetzt. Also übrigens, ich bin die Cloud 23, falls ihr es noch nicht wisst. Steht im Video hier unter der Beschreibung und so, ne? Gut, hier kann er sich wieder nicht festhalten. Aber das ist jetzt so eine Suppe. Und das ist ein kleines Sushi-Teil, an dem ich eigentlich hoch kann. Und ich kann hier schwimmen. Ich komme nicht mehr raus. Okay. Hallo? Fehler? Nein, kein Fehler. Auf dann.